Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute habe ich meine Weekend League Belohnungen aus der letzten Woche am Start und zwar habe ich da Gold 1 erreichen können. Ich denke mal, das ist ganz ordentlich und ja, die nächsten zwei Weekend Leagues kann ich leider nicht spielen, weil ich auf Matura-Reise in Kroatien bin. Da geht es eben Samstag los und Samstag komme ich wieder zurück, das heißt, ich kann mich in der einen Woche auch dann gar nicht qualifizieren. Es ist richtig, richtig blöd. Vielleicht schaffe ich das noch irgendwie, dass ich da irgendeinen Weg finde, aber ich muss mir das Ganze mal anschauen. Aber wahrscheinlich wird es jetzt zwei Wochen keine Weekend League von mir geben. Das tut mir natürlich sehr leid, aber Matura-Reise ist halt leider nur einmal im Leben und da kann ich halt auch nichts machen. Und ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall 200 K-Packs einmal und einmal eben 50.000 Münzen am Start. Wir drücken natürlich direkt weiter und ich bin richtig, richtig gespannt, welche Spieler wir in den 100 K-Packs drinnen haben. Diese Spieler kann man natürlich sehr, sehr gut für SBCs auch verwenden, falls da noch irgendwas kommt mit den Footies oder so. Also da denke ich, dass da auf jeden Fall auch garantierte Footie-SBCs rauskommen werden. Und ja, Freunde, ich bin gespannt, was sich im ersten Pack befinden wird. Wir drücken drauf. In 3, 2, 1 und go. Come on, bitte Walkout, bitte Walkout. Ich hatte noch nie in einem 100 oder 50 K-Set einen Walkout. Noch nie. Ehrlich jetzt, ich habe immer nur Scheiße in diesen Packs. Ein 83er Benatia, das ist richtig schlecht für ein 100k Pack und auch extrem wenige 82er. Oh mein Gott, das war ein richtig schlechtes Pack und ich glaube, da muss jetzt langsam der Packlerkut her. Wer kennt ihn noch, Jungs? Hashtag Packlerkut alle mal in den Chat, komm. Ah, in die Kommentare, alles klar. Komm, so, Hut ist aufgesetzt, ich überlege, ob ich noch irgendwas dazu mache. Ob ich noch irgendwas dazu mache. Ja, ich habe gerade hier eine Nektarine am Start. Vielleicht bringt die ja was. Komm. 2, 1, Nose Pack ist da. Komm, bitte. Yes, Baby, Walkout im 100k Pack. Walkout im 100k Pack. Oh mein Gott, zwei Team of the Seasons. Yes, Baby. Deutschland, Belgien, Belgien, bitte. Oh mein Gott, ich hab Hazard gezogen. Oh mein Gott. Das Fenster ist gekippt. Oh mein Gott, ich hab Hazard. Alles klar, was laber ich? Was? Was? Ey, Jungs, ich kann das nicht. Ich bin kein... Ne? Ich bin keiner, der zu Packs heftig reactet. Oh mein Gott, yes! Scheiß Boxen gehen an, Alter. Was zum Fick? Ich dachte, es ist Deutschland. Es ist dann doch Belgien. Dann dachte ich so, ist Safe Dan Donker oder so. Es ist 98er. Eden Hazard, 98 Tempo, 96 Schuss, 96 Pass, 99 Dribbling, 84 Physis. Diese fucking Nektarine, diese fucking Nektarine. Die ist Boss, Alter, die ist Boss. Hashtag Nektarine. Hey, Jungs. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, ich bin komplett durch. Ich bin komplett durch. Was? Ich check das nicht, glaube ich. Ich check das einfach nicht. Wir ziehen 98er Hazard, aber ich check's nicht, glaube ich. Nee, ich glaube, ich check's nicht. Jetzt ohne Witz. Ich steht hier gerade. Ich sehe so 98er Hazard. Okay. Ja. Ist nice. Ist sehr nice. Das geht gar nicht besser eigentlich. Also belgisch. Von der belgischen Nation geht das gar nicht besser. Komm. Wer war noch drinnen? Wer war noch drinnen? 3, 2, 1, komm, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, Abschick! Oh mein Gott! Was? Ich habe mein Mikrofon übersteuert, glaube ich. Oh mein Gott, was? 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 Ihr fragt euch vielleicht auch, wieso ich ein Hemd dann habe, gell? Ich bin gleich arbeiten und da ist so eine Aktion, dass alles schön weiß sein muss. Also jeder, der dort in der Stadt einkauft heute, muss in weiß sein oder halt arbeitet. Was geht ab? Ich bin so happy, Alter. Im ersten Pack einfach Benatia. Benatia. Und im zweiten Pack Hazard, Hamschick, Alderweireld, Draxler. Das nehme ich mit, ja, meine lieben Freunde. So. Oh mein Gott, ich pack's nicht. Ich will gar nicht schauen, was die wert sind. Schaut, Jungs, das ist auch kein Fake, weil da safe wieder welche was posten werden. Aber ihr wisst, ich fake meine Pack-Openings nicht. Ich habe auch im Stream Lukaku gezogen. Ich habe im Stream Lallana Walkout gezogen. Also,
Das habe ich echt nicht nötig. Und ihr seht ja auch, das ist mein Account, bla bla bla. Ich habe da keine Abdeckung drüber. Jawohl. Ich ziehe einfach ab. Ich bin wie ein kleines Kind, wenn ich was ziehe. Ich bin wie ein kleines Kind. 1 Million Coins. Und ich sag das nicht gerne, aber auf meinen Nacken, Alter. Auf meinen Nacken. Hamschick. Es ist so geil. Es ist so geil. 250.000. Einfach mal mit einem Pack. 1,250 Millionen Coins. I'll take them. I'll take them. I really appreciate it. And I will take a pick. Now, ja? Yeah? Ich lasse es jetzt einfach durchlaufen, ey, Jungs. Wenn es euch nicht mehr juckt, dann dreht ab. Aber ich glaube, das juckt schon wen, weil ich meine, Hazard. Ey, heftig. So, come on. Erstmal ein schönes Pick. Alter, wie sieht denn mein Wie sieht denn mein Schreibtisch aus? Warte, ich muss ein bisschen näher, glaube ich. Ich muss ein bisschen näher, glaube ich. So, Mikrofon erstmal. Machen wir den hier. So, und jetzt Pick. Mit den beiden Boys. So, fokussieren. Das ist nicht nah genug, Jungs. Ich kann nicht mal einen Pick machen. So, I'll take that. I'll take that. I'll take that. Ich glaube aber, ich lasse die nochmal da und mache nochmal ein schöneres Bild, weil das ist ja wohl zum Scheißen, ey. Ich zeige euch das kurz mal. Achtung. So sieht das Bild aus, was ich gerade gemacht habe. Das sieht halt einfach echt belastend aus, finde ich. Aber, naja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nachher noch ein besseres machen und krass, wirklich krass. Ja, ich lasse die Spieler jetzt nochmal hier drinnen. Wie gesagt, Hazard, 1 Million. Ey, das ist so geil, ich schwör's euch, Jungs. Wir können wieder so heftig irgendwie Packs ziehen oder Team umbauen. Boah, richtig, richtig fresh, richtig, richtig fresh. Ich zeige euch mal mein Team noch. Achso, ja doch, stimmt schon. Ich zeige euch nochmal mein Team kurz und ihr könnt noch kurz reinschreiben, was ich da verbessern könnte. Nächste Seite mit R2. So, da habe ich ja De Gea drinnen, da werde ich mir aber wahrscheinlich Lloris kaufen, weil der einfach viel weniger kostet und auch reinpasst. Ja, das sind so meine Spieler. Schreibt mal rein, wen ich da auf jeden Fall kaufen könnte. Ach komm, scheiß drauf. Ich nehme einfach das Bild, was ich gerade gemacht habe. Aber ich weiß nicht, ob man es erkennt. Erkennt man das? Doch schon, erkennt man schon, oder? Hazard und Hamschick erkennt man. Ich mach's trotzdem nochmal hier so. Bam. Da bin ich ja jetzt hier rechts oben in der Facecam auch drinnen. So, wir packen die alle in den Verein hinein. Und dann, ja, stoßen wir ab. Wir haben ja jetzt eh 1,3 Millionen Coins. Alter, wie fresh ist das? Und ja, das ist mein Team. Da könnt ihr mir jetzt auf jeden Fall jetzt noch Sachen reinschreiben. Wie gesagt, im Tor habe ich halt De Gea, da werde ich mir aber wahrscheinlich, wie gesagt, Lloris kaufen, weil der einfach viel, viel weniger kostet. Ich könnte mir einfach Ronaldo als Stürmer holen vielleicht. Oder Suarez Team of the Season. Suarez Team of the Season wäre, glaube ich, ganz geil. Sonst Linksverteidiger Marcelo Torts, Rechtsverteidiger Walker Torts, in der Innenverteidigung Keane Torts. Ich weiß nicht, für wie viel das dann ausreicht. Lallana ist halt Erstbesitzer. Aber wenn wir zum Beispiel Carrasco verkaufen und Ronaldo wird, ja, obwohl ich finde eigentlich Carrasco ein bisschen besser sogar. Von dem her, ja, ich weiß nicht, ich will vorne was verbessern. Ich glaube, ich hole mir vorne Suarez Team of the Season. Dann noch Mbappé zum Einwechseln und Linksverteidiger und Rechtsverteidiger oder so mache ich dann noch. Ey, das ist so heftig. Wenn wir alles verkaufen jetzt, haben wir einfach 1,6 Millionen Coins. Ohne wirklich Geld reinzustecken. Ich habe 100 Euro ausgegeben. Aber ich habe durch diese 100 Euro nichts bekommen. Ich habe einfach nur durch die Weekend League so geile Packs bekommen. Ich schaue jetzt nochmal kurz nach, was Suarez Torts kostet. Und zwar kostet der gute Mann. Ja, okay, das geht eigentlich. Torts 800k. Ja doch, das geht eigentlich. Das geht eigentlich wirklich klar. Dann hole ich mir, glaube ich, Suarez Torts, weil der hat auch echt kranke Werte. Und ja, Messi oder so hole ich mir, glaube ich, nicht, weil ich habe ja Bale als Erstbesitzer. Ich weiß nicht. Und im ZM, keine Ahnung. Ja, Jungs, schreibt es mir einfach mal rein. Bale halt Erstbesitzer hier. Schreibt mir rein, was ich hier verbessern soll. Ich bin happy. Ich habe das jetzt ein bisschen
noch länger gezeigt, damit es auch wirklich safe ist, dass das kein Fake ist. Das habe ich jetzt auch deswegen gemacht und eben damit ihr mir halt reinschreiben könnt, wen ich mir da holen soll, damit wir das dann auch gleich haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass wir hier einfach Hazard und Hamsik gezogen haben in einem fucking Pack. Nicht, dass wir irgendwie Hazard und dann Hamsik ziehen, was ja auch übertrieben krass wäre. Nein, wir sparen es uns auf fürs allerletzte Pack und ich fliege jetzt ab nach Kroatien, ja, bin jetzt einfach mal eine Woche nicht da. Kann zwei Weekend Leagues nicht spielen und auf meinem Konto chillt einfach noch ein bisschen der Hazard, ein bisschen der Hamsik. Ist klar? Ist klar. Ich zeige es euch nochmal kurz im Verein, damit es wirklich zu 100% klar ist. Weil damals, als ich Bale Inform gezogen habe, haben so viele reingeschrieben, das ist doch ein Fake, das ist doch ein Fake. Und ich denke mir so, Alter, wieso sollte das ein Fake sein, Mann? Ich habe ihn ja in den Streams und so immer verwendet. Also in FIFA 16 war das, glaube ich, wo ich Bale Inform gezogen habe. Dieses Jahr habe ich ja Bale normal gezogen. Und ja, hier seht ihr es nochmal, Hazard Erstbesitzer, Ausgabedatum sieht man glaube ich da gar nicht. Und dann noch Hamsik Erstbesitzer, ja, richtig, richtig geil auf jeden Fall. Und ja, Freunde, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Schreibt auf jeden Fall Spieler rein, die ich mir holen soll für mein Team. Wie gesagt, 1,6 Millionen Coins habe ich zur Verfügung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao!